Hallo und herzlich willkommen zu Die Woche, die AfD News Show. Die Pop-up-Radwege kommen weg. Das heutige Urteil ist ein Sieg der individuellen Mobilität gegen den Autohass. Wir freuen uns, dass erstmals linke Ideologen von Richtern in ihre Grenzen verwiesen wurden. Jetzt müssen die rechtswidrigen Barrikaden sofort abgebaut und die Straßen wieder freigemacht werden. Das Gericht ist unserer Klagebegründung vollumfänglich gefolgt. Damit haben die Richter ohne Einschränkungen bestätigt, dass die Einrichtung und der Betrieb der Radwege durch Rot-Rot-Grün komplett rechtswidrig ist. Klarer geht es nun wirklich nicht. Wir stehen hier heute am Pop-up-Radweg Hallisches Ufer. Ich habe als verkehrspolitischer Sprecher der AfD gegen diese Pop-up-Radwege in Berlin geklagt. Nicht nur gegen den, sondern gegen alle Pop-up-Radwege, die hier in Berlin initiiert wurden. Und das Verwaltungsgericht hat uns heute Recht gegeben, diese Radwege müssen weg. Mein Rechtsanwalt und Kollege Marc Wallander hat das Ganze für uns durchgefochten. Ja, Marc, was sagst du dazu? Ja, das Verwaltungsgericht hat uns heute in allen Punkten Recht gegeben. Insbesondere hat es eben klar gemacht, dass die Pop-up-Radwege oder die Errichtung dieser Pop-up-Radwege evident rechtswidrig war. Und es ist auch der Senatsverwaltung nicht gelungen, noch dem Gericht glaubhaft zu machen, dass wirklich es um eine Gefährdungslage ging, eine konkrete. Sie haben zum Beispiel es nicht geschafft, Unfallstatistiken vorzulegen oder Verkehrsbeobachtungen und Ähnliches. Und das hat dem Gericht nicht gereicht. Das Gericht hat nochmal deutlich gemacht, dass die Pop-up-Radwege nur aufgrund von Corona, dass das nicht ausreicht zur Begründung von der Errichtung dieser Fahrradwege. Und deswegen freuen wir uns natürlich über diesen Erfolg. Und wie bewertest du das, Frank, auch aus verkehrspolitischer Sicht für die Autofahrer? Ja, das ist ein absoluter Erfolg. Wie gesagt, in der Straßenverkehrsordnung wird nur genannt, in einer Gefahrenlage dürfen die Straßenverhältnisse neu aufgeteilt werden beispielsweise. Und eine Gefahrenlage im Sinne der Straßenverkehrsordnung liegt bei diesen Pop-up-Radwegen überhaupt nicht vor. Eine Gefahrenlage wäre zum Beispiel, wenn konkrete Unfallschwerpunkte vorliegen würden. Und das ist alles hier nicht gegeben. Es ist rein ideologisch argumentiert worden. Es ist rein ideologisch im Kampf gegen das Auto in Berlin entschieden worden, diese Pop-up-Radwege hier zu installieren. Und das ist eben nicht rechtsmäßig. Das hat das Verwaltungsgericht jetzt entschieden. Und ja, wunderbar. Wir können uns gegenseitig beglückwünschen. Super Erfolg. AfD wirkt. Klasse. Und AfD-Fraktionschef Georg Pasterski zeigt auf dem AfD-Sommerfest auf, wie gute Oppositionsarbeit funktioniert, indem die Berliner Regierung eine Schlappe nach der anderen kassiert, sei es mit den Pop-up-Radwegen oder beim Doktorarbeitsschummeln. Sehen Sie selbst. Wir werden unseren Wählerauftrag erfüllen, das kann ich Ihnen versichern. Natürlich gemeinsam, auch wenn das der eine oder andere glaubt, dass das nicht der Fall sein sollte, gemeinsam werden wir unseren politischen Gegner bekämpfen. Das und wie das geht, konnten wir zuletzt mehrfach zeigen. Erst vorgestern ist es der Fraktion durch präzise Teamarbeit gelungen, mit einer Klage die illegalen Pop-up-Radwege von Rot-Rot-Grün vor Gericht zu Fall zu bringen. Und, liebe Freunde, das war noch nicht alles. Im Nachgang konnten wir sogar das sogenannte Klimapaket des Senats stoppen. AfD wirkt. Nach Beratungen im Vorstand und in der Fraktion wurden unsere beiden Abgeordneten Frank Scholtisek und Marc Wallander damit betraut, das Vorhaben auf den Weg zu bringen. Am Ende dieser Mannschaftsleistung standen unser gemeinsamer Erfolg als Fraktion und ein weiterer Sargnagel für Rot-Rot-Grün. Liebe Freunde, dieser Senat zerfällt ein Jahr vor dem offiziellen Ende seiner Amtszeit Tag für Tag vor unseren Augen. So musste Bausenatorin Lomscher nach einer AfD-Anfrage von Christine Brinker wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten den Hut nehmen.
Der regierende Bürgermeister ringt verzweifelt darum, wenigstens ein gesichtswahrendes Bundestagsmandat zu bekommen, nachdem ihn die SPD-Basis als Oberhaupt Berlins schon längst abgeschrieben hat. Das marode Müller-Erbe soll nun eine Frau antreten, die ihren Doktortitel auf höchst dubiose Weise erschwindelt hat. Dr. Giffey, eine Bürgermeisterin, die schon in Neukölln als Nachfolgerin des legendären Heinz Buschkowski auf ganzer Linie versagt hat. Eine Bürgermeisterin, die beschädigt ist, bevor sie überhaupt ins Amt gelangt. Ich frage Sie, was ist das für eine Botschaft, wenn für den Wissenschaftsstandort Berlin, wenn Mogel Giffey ins Amt kommt? Doch dem nicht genug. Der Innensenator von Berlin hat zwar in seiner Bücherwand den Koran stehen, aber er kennt die Grundrechte nicht. Für ihn gilt das Demonstrationsrecht nur, wenn seine Gesinnungsgenossen demonstrieren. Wer nichts von Gesichtsmasken hält, soll künftig trotzdem in Berlin bei Demonstrationen eine tragen müssen. Selbst wenn es nicht den geringsten Beweis dafür gibt, dass Demonstranten ohne Gesichtsmaske eine Gefahr für die Gesundheit der Berliner darstellen. Dieser Innensenator, der seine politische Prägung als SED-Mitglied bis heute nicht abstreifen konnte, muss gehen. Das Grundrecht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln, muss 30 Jahre nach der Wiedervereinigung aus der Geiselhaft befreit werden. Und der Justizsenator, er erlaubt Rechtsreferendarinnen künftig in Strafprozessen Kopftuch zu tragen und leistet damit der schleichenden Islamisierung in unserer Stadt und in Deutschland weiter Vorschub. Und ganz nebenbei etabliert er in der Berliner Justiz, als wäre es das Normalste in einer Demokratie, ein Meldesystem für sogenannte demokratiefeindliche Tendenzen. Auf gut Deutsch ein Spitzelsystem nach bestem DDR-Vorbild. Schöne neue rot-rot-grüne Welt. Und dann ist da noch der Finanzsenator. Der ist in Zeiten massiver Schuldenmacherei und Zuschussbetrügereien in der Versenkung verschwunden. Die Senatorinnen für Bildung und Gesundheit haben schon 13 Monate vor der nächsten Wahl erklärt, nicht mehr antreten zu wollen. Und das, nachdem sie das Bildungs- und Gesundheitssystem krachend vor die Wand gefahren haben. Was für ein Panoptikum mutet dieser Senat der Berliner Bevölkerung zu? In wenigen Tagen feiern wir den 30. Jahrestag der deutschen Einheit. Das ist uns wichtiger als der Kreuzzug gegen unser Land und seine Geschichte. 40 Jahre DDR lassen nach wie vor schwerer auf unserer Stadt als irgendwelche Denkmäler für Vorfahren, die aus dem damaligen Zeitgeist heraus gehandelt haben und wenn überhaupt nur aus heutiger Sicht möglicherweise kritischer beurteilt werden können. SPD, Grüne und Linkspartei sollen endlich aufhören, die deutsche Geschichte ins schiefe Licht zu rücken und ununterbrochen Buße zu fordern. Wer Geschichte aufarbeiten will, der sollte in Berlin zu den Mauerresten gehen und sich mit den Opfern der DDR-Diktatur unterhalten. Denn noch gibt es sie, glücklicherweise. Diese Opfer sind gegenwärtig, sie sind unter uns. Doch die Kommunisten der Linken versuchen sie nach und nach aus unserem Gedächtnis zu löschen. Unser Ehrengast in der AfD-Fraktion war in dieser Woche der promovierte Historiker, Publizist und Buchautor Karl-Heinz Weißmann. Sein Beitrag im Vorfeld des Jahrestages 30 Jahre Deutsche Einheit verdient das Prädikat unbedingt sehenswert. Ich möchte beginnen mit einer persönlichen Erfahrung. Vor 14 Tagen war ich in der schönen deutschen Stadt Schwerin. Ich war abends eingeladen bei einem einheimischen Ehepaar und im Laufe des Abends ließ uns der Gastgeber, der bis dahin das Gespräch wesentlich bestimmt hatte, allein, sodass ich mit der Dame des Hauses ins Gespräch kam. Zum Zeitpunkt des Mauerfalls war sie gerade auf die Welt gekommen. Sie hatte also keine lebendige Erinnerung an die Zeit der Teilung. Ihre Eltern, ihre Familie kommt aus Mecklenburg-Vorpommern. Ihre Leute haben mehr oder weniger unbeanstandet die Zeit der DDR überlebt. Und ihre eigene Prägung ist, glaube ich, in vieler Hinsicht eine nicht ganz untypische für einen akademischen Ossi. Und sie sagte zu mir: Wissen Sie,
Es ist ja sehr schön, dass Sie heute Abend hierher gekommen sind und ich merke natürlich auch, wie aufgeschlossen Sie sind für alles, was hier vorgeht und was uns umtreibt und beschäftigt. Aber ich bleibe dabei, die Fremdheit zwischen Ost und West ist ein Faktor, der auch 30 Jahre nach dem Mauerfall nicht zu bestreiten ist. Und das ist eure Schuld. Das ist die Schuld des Westens, das ist die Schuld der Wessens. Sie war etwas überrascht, als ich ihr zustimmte. Man kann jedenfalls feststellen, dass diejenigen Parteien, die seit dem Beginn der 1990er Jahre das geschaffen haben, was sie den Verfassungsbogen nennen, dass sie sich in einer Art und Weise in der Macht eingerichtet haben, wie das in der Nachkriegszeit bis dato unvorstellbar war. Sie haben unser Grundgesetz zu dem Zweck an vielen Stellen bis zur Unkenntlichkeit verbogen und teilweise tatsächlich seinen Sinn ins Gegenteil verkehrt. Aber sie haben vor allen Dingen alles getan, um das zu verhindern, was wir damals wollten, nämlich ein freies und stolzes Deutschland als einen Nationalstaat in der Mitte Europas errichten. Es konnte lange Zeit so aussehen, als ob sie mit diesem Projekt Erfolg hätten. Es ist unbestreitbar, dass die ganze Entwicklung, die sich seit den 1990er Jahren im Inneren Deutschlands, aber auch in der westlichen Welt vollzogen hat, darauf hingedeutet hat, als ob dieser Zustand, der da errichtet würde, vielleicht keine Ewigkeitsgarantie hatte, aber doch in der Lage sein würde, für eine sehr, sehr lange Zeit die Entwicklung zu bestimmen. Dagegen regt sich aber seit geraumer Zeit und nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen westlichen Welt Widerstand. Das ist ein Basiswiderstand. Es ist ein Widerstand von unten. Es ist ein Widerstand derjenigen, die davon überzeugt sind, dass man die weitere Entwicklung, ganz gleichgültig, ob man die Globalisierung oder eine Welt oder wie auch immer nennt, dass man gegen diese Entwicklung Widerstand leisten muss. Weil sie zu einer Entfremdung führt, bei der die Nationen Europas nicht mehr sein werden, was sie immer waren, nämlich Nationen. Gebilde der Geschichte, hervorgegangen aus einer langen Tradition und Überlieferung. Die Verteidigung der eigenen Identität als Nation, und lassen Sie sich von niemandem etwas anderes sagen, wird das Thema dieses Jahrhunderts sein. Es wird um die Frage gehen, welche Gemeinschaften ihre Identität behaupten können und welche Gemeinschaften vor dieser Verteidigung versagen. Das ist eine Vollkontaktsportart. Das heißt, da wird es um Ausscheidungskämpfe gehen. Und es wird nicht so sein, dass man das eine einfach friedlich neben dem anderen bewahren und erhalten kann. Man wird sich schon entscheiden müssen. Und diese Entscheidung, die wird in der Politik fallen. Politik ist heutzutage nicht mehr einfach nur ein Kampf um Parlamentssitze, das muss ich Ihnen nicht sagen. Es geht selbstverständlich auch um einen Kampf um die Köpfe und Herzen der Menschen. Und diejenigen, die die Möglichkeiten haben, auf beides ihren Einfluss zu nehmen, nutzen ihn nach Kräften. Vieles von der Hysterie, mit der wir im Augenblick konfrontiert sind, erklärt sich eigentlich nur daraus, dass diejenigen, die ich als unsere Gegner betrachte, der Überzeugung sind, dass tatsächlich ihrer Position eine Gefahr droht, und zwar eine existenzielle. Dass eine immer wachsende Zahl von Menschen, nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen westlichen Welt, zu der Überzeugung kommt, dass wir uns auf dem falschen Weg befinden. Lassen Sie mich deshalb zum Schluss auf einen der in mancher Hinsicht besonders symptomatischen Vorgänge der letzten Zeit kurz Bezug nehmen. Black Lives Matter. Selbst in bürgerlichen Kreisen unter Leuten, die eigentlich vollkommen unpolitisch sind, stieß man immer wieder auf die Auffassung, das sei doch eigentlich verständlich und im Grunde genommen moralisch auch höchst ehrenwert und da müsse man doch und so weiter und so fort. Ja. Wenn man die Betreffenden fragte, zu welchem Ende das denn eigentlich führen werde, wenn diejenigen, die heute nur verlangen, dass wir unsere Straßen umbenennen und unsere Denkmäler stürzen, nun in Zukunft eine Zensur ausüben und uns erklären, was noch Teil unserer Erinnerung sein darf und was nicht mehr. Und dass darunter natürlich nichts sein wird, was zu unserer Erinnerung
gehört, was uns mit Stolz erfüllt, dann bleiben die Betreffenden im Regelfall stumm. Ich möchte deshalb zum Schluss auf einen französischen Schriftsteller hinweisen, Denis Tillignac, auch schon ein älterer Herr, der ganz zum Schluss der Meinung war, man dürfe das, was da ablaufe, nicht einfach unkommentiert lassen. Man müsse vielmehr aktiv gegen dieses Projekt, die Geschichte der europäischen Völker in eine schwarze Legende umzuschreiben, die praktisch nur noch von Mördern und Despoten und Sklavenhaltern bevölkert wird, dagegen müsse man aktiv Widerstand leisten. Und er hat einen kleinen Text veröffentlicht, in dem er für die kommende Generation der Franzosen formuliert hat, wer denn eigentlich das ausschlaggebende Wir ist. Und bei Tillignac heißt es, wir sind diejenigen, die die Taufe genommen haben. Wir sind diejenigen, die die Kathedralen gebaut haben. Wir sind diejenigen, die die Renaissance hervorbrachten. Wir sind diejenigen, die das große Jahrhundert des Sonnenkönigs sahen. Wir sind diejenigen, die die Menschenrechte erklärten. Und wir sind diejenigen, die in zwei Weltkriegen ihr Land verteidigten. Das sind wir. Das ist Frankreich. Ich weiß, Sie werden sich schwer tun in Deutschland, an irgendeiner prominenten Stelle irgendjemanden zu finden, der in gleicher Weise auftritt und mit solchem Selbstbewusstsein vorträgt, was wir denn eigentlich sind als Deutsche. Und weil das so ist und weil ich das weiß, deswegen werde ich Ihnen jetzt den Gefallen tun und Ihnen sagen, wer wir eigentlich sind. Wir sind diejenigen, in deren Wäldern der Gedanke der Freiheit geboren wurde, wie übrigens ein Franzose gesagt hat. Wir sind die Erben des römischen Imperiums. Wir sind diejenigen, die die großen Dome errichteten. Und wir haben den Barbaren das Recht gebracht. Wir haben die Pforten des Abendlandes verteidigt. Wir haben die Reformation hervorgedacht, von der ein Fichte meinte, dass sie als einzige historische Leistung für ein ganzes Völkerleben reichen würde. Wir haben die Aufklärung vollendet und wir haben die Romantik entdeckt. Die Musik unserer Komponisten erfüllt bis heute die Konzertsäle. Und unsere Denker, Kant, Hegel, Nietzsche, Heidegger, bestimmen bis heute die Debatten der Philosophen. Wir haben ein von der Welt beneidetes Bildungssystem geschaffen, von dem nicht mehr viel über ist. Und aus unseren Reihen stammen namenlos tüchtige, fleißige, ordentliche Sonderzahl und viele Forscher, Erfinder und Tüftler. Und wir sind die, die Männer und Frauen hervorgebracht haben, die den einzigen Versuch unternahmen, ein totalitäres System tatsächlich von innen zu stürzen. Das hat kein anderes Volk. Und wir sind die, die durch 2 30-jährige Kriege und jahrzehntelange Teilung nicht in die Knie gezwungen worden sind. Das sind wir. In Berlin verkommen die Brunnen. Überlebensnotwendige Teile unserer Infrastruktur. Carsten Obelode ging dem Ganzen nach und berichtet. Tja, liebe Freunde, wie Sie sehen, sehen Sie nicht. Wir reden in der Senatsverwaltung für Umwelt, Klima und Verkehr vom Klimaschutz und meinen Klimaschutz im Bezirk in einer Stadt Berlin, wie Berlin organisieren zu können. Dabei wäre es doch einfach, Folgen von heißen Sommern, Folgen von zu wenig Regen dadurch zu kompensieren, indem die Brunnenanlagen funktionieren würden. Aber wie wir hier an diesem wunderschönen Beispiel in Tegel sehen können, funktionieren sehr, sehr viele Brunnenanlagen nicht. Und es fehlen sogar 1000 Brunnen. 1000 Brunnen fehlen nicht nur, um Menschen die Gelegenheit zu geben, im Bedarfsfall auch mal die Bäume mit Wasser zu versorgen. Die Straßenbäume brauchen dringend die Hilfe der Anwohner, sondern vor allen Dingen auch im Katastrophenfall sind diese Brunnenanlagen vorgegeben, damit wir, die Bevölkerung, in besonderen Fällen Wasser zur Verfügung haben. Dafür sind interessanterweise Bundesbehörden zuständig, aber auch der Senat und in Verlängerung des Senates die Bezirke. Und Sie erkennen schon, wo das Problem liegt. Der eine schiebt es auf den anderen. Im Bezirk
fehlt das Personal, fehlen auch die Gelder, die benötigt werden, um solche Brunnenanlagen entsprechend zu unterhalten. Und Daten werden nicht erhoben, welche Brunnenanlagen sind defekt, so wie diese hier, welche funktionieren, wo muss nachgerüstet werden. Und das ist ein Jammer, denn die Bundesbehörden sagen, kriegen wir die Daten nicht, dann geben wir auch kein Geld. Und so wartet der eine auf dem anderen. Das muss ein Ende haben. Hier müssen klare Zuständigkeiten herrschen. Wer ist zuständig? Wer gibt wann welches Geld? Welche Dateien müssen wann wie erhoben werden? Dieses Durcheinander, diese Schlagsigkeit, die wir vom Berliner Senat und leider auch von einigen Bundesbehörden kennen, müssen ein Ende haben, muss ein Ende haben. Das kann so nicht weitergehen. Dafür setzen wir uns die Alternative für Deutschland ein, um hier klar Schiff zu machen, damit die Menschen und die Bäume Wasser haben in einer Zeit, wo sie es dringend brauchen.